herzlich willkommen zu diesem Video aus Nordhausen. Nordhausen ist meine Heimat und ich bin Praktikant bei Pro1 Media. Heute zeige ich euch, wie toll Nordhausen ist und was man hier eigentlich so erleben kann oder halt eben nicht. What we do here is go back. Ja, das waren die Szenen, wie sie wohl ziemlich viele im Kopf haben. Nordhausen, die verlorene Studentenstadt, keine Attraktionen und immer schlechtes Wetter. Aber nehmt's mir nicht übel, das stimmt so nicht. Und jeder, der sagt, der Südharz ist scheiße, der hat wirklich keine Ahnung von ihm. Naja, bisher eigentlich ziemlich eindeutig, wie Nordhausen so ist. Ja, das ist Nordhausen. Macht richtig Spaß! In Nordhausen gab es die IFA. Die IFA war ein großer Teil der Deutschen Demokratischen Republik, doch heute ist es halt ein Museum geworden und ein Imbiss. Gibt es heute nicht mehr, nur noch als Museum. Aber die haben den Comrade diese entwickelt. Und wir hatten das MIFA-Fahrradwerk, was gerade abgerissen wird. Aber die haben diese kleinen, coolen Fahrräder gebaut, die bis heute total beliebt sind. Und heute? Wenn das natürlich so weitergeht, ist Nordhausen dem Untergang geweiht. Ist Nordhausen immer noch Weltstadt? Wir haben Feuer Powertrain, die senden die Kurbelwelle in die ganze Welt. Wir haben Knauf in Rottleberode, aber nicht nur dort, sondern auf der ganzen Welt. Wir haben Schachtbau, ein großer Name in Europa, im Straßen- und Brückenbau. Und? Wir haben das grüne Gold, Pfeffi von Echter Nordhäuser, und der ist sogar im Westen beliebt. Also wir gucken nochmal, wie cool der Südharz wirklich ist. Und überzeugt? Das Team von Pro1 Media hat das Projekt Impulsrahmen Nordthüringen ins Leben gerufen. Also, wer ist denn diese Region? Ihr! Also meldet euch! Egal, ob ihr Blogger seid, Interessierter, ob ihr es nur einfach nur weitersagt, meldet euch unten in den Kommentaren per Mail, per Post oder ruft ganz einfach an. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, guckt auf meinen YouTube-Kanal, der Feedbacker. Ich zeige euch einfach Dinge aus Nordhausen. Wäre super. Also, danke fürs freundliche Zusehen und bis vielleicht bald. Ciao.